Habt ihr Bock oder was? In diesem Paket, liebe Freunde, befindet sich der komplette Inhalt von meinem neuen Sabaton am 20.09.2024 an einem Freitag, das ungefähr in einer Woche stattfindet. Seid auf jeden Fall dabei und wir haben, ich weiß nicht, 5 Stages oder 6 Stages, also 7 Ziele oder... Ich kann nicht rechnen. Wir haben 5 oder 6 Ziele. Ich werde es auf jeden Fall einblenden. Wie viele Subs wir erreichen und welche Ziele dahinter stecken, kann ich euch hier in den Boxen zeigen. Ich glaube, 1 oder 2 Pakete müssen diese Woche noch kommen. Beziehungsweise kommen einfach im Lauf der nächsten Woche. Habt ihr das soweit kapiert? Jedenfalls werden wir in diesem Video jetzt stückweise die ganzen Stufen abarbeiten. Und die erste Stufe ist, glaube ich, hier drin. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich habe das schon mal gesehen. Und zwar ist es der Hot Chip. Oh mein Gott, und Freunde, den gibt es für ganze 50 Subs insgesamt. Wenn wir 50 Subs schaffen, dann esse ich den Hot Chip einfach. Ich habe hier übrigens die zweite Kamera stehen. Grüße gehen raus. Freunde, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber das ist Ziel Nummer 1. Ich glaube, unter diesen ganzen Boxen ist irgendwie auch was, was noch nicht irgendwie für den Sabaton gedacht ist, aber für einen anderen Livestream. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Tschüss auf jeden Fall. Wir haben hier als nächstes... Ich muss jetzt gucken, ich packe die Sachen aus und dann muss ich die Reihenfolge auf jeden Fall bestimmen. Hier haben wir auf jeden Fall etwas drin, was für 250 Subs sind, aber das zeige ich euch gleich. Gucken wir mal noch hier rein. Ah, das ist das für einen anderen Stream. Kurzer Spoiler. Ja, wir haben hier Gatze eingefangen. Gatze. Hallo, sagen Sie was. Ojo, conche tu madre, hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida, maldito culiao. Tschüss. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Chat. Sag ich schon Chat, als wäre ich im Stream. Und zwar haben wir das letzte Mal mit einem digitalen Glücksrad gearbeitet. Und ich will euch ja nichts vorausnehmen, aber ich habe tatsächlich ein analoges, also eins, was ich anfassen kann, geholt. Ein Glücksrad, da werde ich dann die Sachen draufschreiben und dann drehen wir das Ganze. Wenn immer 10 Subs reinkommen, dann drehe ich an diesem Rad und da werden wir dann bestimmte Aufgaben aufschreiben. Ich habe gar keinen Bock, aber das ist ja so geil. Ich habe mich, also das wollte ich letztes Mal zwar schon, aber jetzt habe ich es getan. Ich habe es getan. Das ist das Beste. Scheiß auf das Rad. Oh mein Gott. Oh ja, genau. Dafür habe ich das bestellt. Ich kann damit nicht aufhören. Oh mein Gott. Nein. Alles werdet ihr nach und nach erfahren. Das ist hier das schwerste Paket. Ich weiß nicht warum. Die einen oder anderen haben tatsächlich schon gesehen, um was es geht, weil ich habe in meinem WhatsApp-Kanal und meinem Discord habe ich die Ankündigung gemacht von der Roadmap. Also einige wissen wahrscheinlich schon, was drin ist, also was auf sie zukommt. Aber für die, die nur auf YouTube unterwegs sein können, ist dieses Video hier, glaube ich, auch ganz cool, dass man so nach und nach erfährt, was da sozusagen am 20. September abgeht. Tja, das ist hier... Freunde, ich hab hier das... Das Paket gehört nicht dazu. Das ist Katzenfutter. Ne, warte, Katzenstreu. Hoppla, würde ich sagen. Das sollte nicht auf diesen Stapel, aber kein Wunder, warum das so... So schwer war. Das ergibt alles ein bisschen mehr Sinn. Das heißt, wir machen hier einfach weiter. Alright, hier haben wir, das müsste die 100 Subs sein. Das sind koreanische Süßigkeiten. Da sind 20 Stück drin. Das ist bei 100 Subs das Ziel, was wir öffnen und dann komplett durchtesten. Das habe ich ja im letzten Sabaton auch gemacht, nur mit asiatischen Süßigkeiten. Hier gehen wir diesmal spezifischer rein und zwar in die koreanischen Süßigkeiten. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Das bedeutet, euer Kiro ist mal wieder so verfressen, dass die ersten 2 Subziele daraus bestehen, dass ich irgendwas fresse. Eins davon ultra scharf, das andere davon eventuell ultra eklig oder ultra geil. Okay, Freunde, was haben wir hier? Das 250er Subziel, wo ich mich komplett übernommen habe. Ich habe auch keine Kosten und Mühen gescheut. Wirklich, das alles hier war sehr teuer, aber ich möchte für euch einen wunderschönen Sabaton gestalten. Und deswegen haben wir hier den kompletten Overkill bei 250. Und zwar ist das Ziel 250, dass ich mir ein komplettes Bob Ross Cosplay anziehe. Also ich habe hier ein weißes Hemd, ich habe hier eine Perücke so mit gekräuselten Haaren und einem Bart. Ich habe hier eine stinknormale Jeans und Pinsel. Das ist einmal das komplette Cosplay. Dann dazu habe ich mir hier Leinwände bestellt. Das sind jeweils in 3 verschiedenen Größen, mal 3 quasi. Dann haben wir hier
Wasserfarben, ganz normale bestellt und eine komplette Staffelei, die ich wohl, wie es so ausschaut, noch zusammenbauen muss. Da habe ich gar keine Lust dazu. Aber das ist das Ziel bei 250 und ab da, Freunde, wird das richtig, richtig krass. Denn ich werde 6 bzw. 7 Bilder malen. 2 davon entsprechen aus meiner Fantasie. 2 davon werden aus eurer Fantasie entsprechen. Da werde ich noch tiefer darauf eingehen, wenn wir live sind, wie ich das vorhaben möchte. Dass auch nämlich die Leute gezogen werden, die etwas vorschlagen, weil es gibt noch etwas Cooles. Bleibt dran, bleibt dran. Und 2 Bilder möchte ich von Bob Ross so quasi nachmalen. Das wird auch noch sehr, sehr interessant. Und dafür habe ich die Staffelei, dafür habe ich die Leinwände und die Farbe. Und ein Bild wurde speziell schon versprochen an eine Person, die quasi das Bild bekommt. Und deswegen, apropos, alle 6 Bilder, die ich male, werden unter euch verlost. 2 davon werden, wie gesagt, von euch als Zuschauer vorgegeben. Das heißt, ich male diese Bilder, die von euch vorgegeben sind. Und die Person, die es vorgegeben hat, bekommt am Ende auch dieses Bild mit persönlicher Widmung auf der Leinwand drauf. Das wird richtig, richtig geil. Da habe ich mir wirklich, glaube ich, ein super krass cooles Ziel für 250 Subs überlegt. Ich weiß gerade gar nicht, was im letzten Sabaton das 250er Ziel ist. Vielleicht blende ich es gerade hier ein, vielleicht auch nicht. Hero aus der Post-Production, was sagst du? Hat's geklappt? Ich hoffe, es hat geklappt. Jedenfalls, Freunde, wie gesagt, keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe hier wirklich sehr viel Geld für die ganzen Sachen ausgegeben. Und ich habe noch ein kleines Special für das Ende vom Video, was sozusagen schon auf das Glücksrad draufkommt. Es wird sehr eklig für mich, aber wahrscheinlich sehr schön für euch. Ziel 250, kommen wir zum Ziel 500. Und Freunde, wer hätte es gedacht? Es ist wie beim letzten Sabaton. Ziel Nummer 500 Subs sind, dass ich live einen Song mache. Entweder mit euch zusammen den Text oder ich mache es selber alleine, aber wahrscheinlich mit euch zusammen, weil sonst würde das halt kein cooler Community-Sabaton sein oder so. Das kann ich schon mal vorab sagen. Kommen wir zu Ziel 750 und das ist totaler Quatsch. Und zwar das hier, Freunde. Wisst ihr, was das ist? Das ist ein Prinzessin Peach Cosplay samt Perücke. Das ist Ziel 750 und als kleiner Zusatz, denn in dem Sabaton wird auch Nava quasi da sein, zwar im Hintergrund, aber sie wird da sein und im Ziel 750 werde ich voll geschminkt, ziehe mir die Perücke auf und das Prinzessin Peach Outfit Cosplay und das ist dann mein Outfit quasi für den Rest vom Sabaton, außer jemand oder nicht jemand, sondern die größere Mehrheit sagt, yo, zieh die Scheiße endlich aus, ich will dich wieder normal sehen. Das ist Ziel 750, mich komplett zum Clown zu machen. Und Freunde, was soll ich sagen? Hier machen wir ein kleines Ratespiel daraus. Das ist Ziel Nummer 1000. Es fehlen zwar noch 2 Sachen. Warum sage ich viel? Es fehlen noch 2 Sachen dazu. Und zwar ist Ziel Nummer 1000 komplett banal, aber hier ist schon mal so eine Strähnchenmaske drin. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht. Ziel Nummer 1000 Subs sind, dass ich mir pinke Strähnchen färben lasse. Da fehlt jetzt noch die Blondierung. Stellt sie euch einfach hier vor. Die müssen wir im Laden tatsächlich kaufen, weil auf Amazon habe ich geschaut, die würde erst im Oktober kommen. Warum auch immer, total banal. Und hier steht pinke Farbe quasi. Die musste ich von Amazon bestellen, weil sowas kriegt man halt so aus dem Rewe oder Netto oder was auch immer. So eine exotische Farbe kriegt man tatsächlich nicht, weil es ist Flamingo-Pink. Flamingo-Pink, Freunde. Und das wird auf meinem Kopf dann als Strähnchen gemacht. Sollten wir die 1000 Subs erreichen, dann ist auf jeden Fall mein neues Image der Hühnermann mit pinken Strähnen zu sein. Ist das nicht spitze? Das wäre es tatsächlich schon. Also wir haben das Ziel erreicht. Jetzt noch eben zu der versprochenen Überraschung. Und zwar einer der 10 Subs-Spin-Ziele ist... Scheiß... Belly Jeans Challenge mit diesen ekelhaften Dingern. Und da gibt es 2 neue Sorten und zwar einmal Leber und Zwiebeln oder Cappuccino. Geil. Oder, und das finde ich persönlich ziemlich widerlich und ich weiß nicht, da kommt immer ein bisschen Kotzreiz von mir. Aber entweder haben wir Granatapfel, ist lecker, oder alte Bandagen. Das, und die Farbe müsst ihr euch halt mal geben, also das ist das hier. Die Farbe ist krank, weil es sieht halt aus wie so eine alte, benutzte Bandage.
Aber ja, Freunde, 20.09. schaffen wir alle Ziele. Ich bin gespannt, wie lange der Stream am Ende geht, ob wir alle Ziele schaffen, was wir zusammen alles schaffen und was auf das Glücksrad wieder kommt. Da werde ich wahrscheinlich wieder eine Instagram-Umfrage machen, wo ihr wieder eure Ideen mit reinbringen könnt. Handstand wird dabei sein, das wird dabei sein. Und dann haben wir noch ziemlich viele Felder. Zwei Felder werden wahrscheinlich sein, dass nichts dran steht. Das heißt, es können zwei Blindgänger mit dabei sein. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, 5 oder 6 Felder, die von euch einfach ausgefüllt werden können. Also wenn ihr Bock habt, schreibt jetzt schon mal in die Kommentare was dazu, was auf das Glücksrad soll. Schreibt bitte dazu, dass es aufs Glücksrad soll und nicht einfach nur irgendwas, weil sonst kann ich es nicht zuordnen. Deswegen wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr das einfach mit dazu schreibt. Glücksrad, Doppelpunkt und dann das, was ihr auf dem Glücksrad haben wollt. Und dann gucke ich mal, was ich davon einfach mitnehme. Ansonsten, Freunde, wenn euch dieses Ankündigungsvideo quasi gefallen hat mit einem kleinen Twist, dass wir hier zusammen einfach XXL-Pakete auspacken, worunter eins Katzenstreuer aus Versehen, dann zeigt es auf jeden Fall mit einer positiven Bewertung für mehr von solchen Sachen auf diesem Kanal. Hier ist mein Zweitkanal, habe ich jetzt auch offiziell so umbenannt. Und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende.